herzlich willkommen, meine Lieben, zu einem neuen Video von uns. Und diesmal gibt es von uns die Top 10 der besten, berühmtesten, interessantesten Pseudonyme. Es gab in der Vergangenheit und heute auch noch viele Autoren, die aus den verschiedensten Gründen unter Pseudonym schreiben. Natürlich können wir in dieser Liste nicht alle nennen. Und so bin ich bei meiner Recherche auch auf einige gestoßen, wo einige von euch mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, aber die und die schreiben auch unter dem Pseudonym. Die konnte ich hier aber leider nicht reintun. Ich hoffe, ihr habt trotzdem viel Spaß und los geht's. Ja. Auf Platz 10 haben wir den Künstler Horst Eckert, der unter dem Pseudonym Janosch zu einiger Berühmtheit gelangte. Jeder kennt ihn wahrscheinlich mit seiner Tigerente und dem Frosch und den Abenteuern in Panama. Zuerst hat er sich an einem Kunststudium beworben, wurde aber wegen mangelnder Begabung abgelehnt und hat deswegen als freischaffender Künstler gearbeitet. Weiterhin hat er auch im Feuilleton-Bereich sein Brot dazu verdient, bis ihm ein Freund geraten hat, doch ein Kinderbuch zu schreiben und das unter dem Pseudonym Janosch zu veröffentlichen, und so begann seine Karriere. Auf Platz Nummer 9 haben wir ein Genre von Büchern, die ich eigentlich nicht so sehr lese. Und zwar handelt es sich hierbei um Charlotte Brontë, die ja einen Roman geschrieben hat, der mich sehr, sehr begeistern konnte, trotz seiner Frauenroman-Klischees. Und zwar handelt es sich dabei um Jane Eyre und ich war wirklich sehr, sehr begeistert. Nicht zuletzt, weil der Protagonist ziemlich einen an der Klatsche hatte. Und Charlotte Brontë hat damals nicht unter ihrem richtigen Namen geschrieben, sondern unter dem Pseudonym Currabel. Und zwar lebte sie zu einer Zeit, wo sie halt Angst hatte, als eine weibliche Autorin, die sie ja war, in der Szene quasi nicht anerkannt zu werden, und hat daher ein männliches Pseudonym gewählt. Die Angst stellte sich hinterher als unbegründet heraus, denn als sie sich quasi outete, wurde sie sogar in Londoner Literaturkreisen angenommen und erlangte so zu einigem Ruhm. Auf Platz Nummer 8 haben wir den Autoren Samuel Langhorne Clemens. Wer? Gut, dass du fragst. Samuel Langhorne Clemens, der schon auf etlichen Reisen unterwegs war und sich der Seefahrt verschrieben hatte zu Anfang, hat unter dem Namen Mark Twain seine Bücher veröffentlicht. Ach so! Ja, aber er hat natürlich auch ein, zwei oder mehr Werke unter seinem eigenen Namen veröffentlicht, aber doch eher unter Mark Twain. Und darunter kennt man ihn ja heute auch. Auf Platz Nummer 7, ein Pseudonym aus aktuellerer Zeit. Und zwar spreche ich hier schon wieder von einem Genre, das ich nicht lese. Und zwar von Innie Lawrence. Und Innie Lawrence ist ein Schriftsteller-Ehepaar. Und zwar, ich muss es jetzt vorher ablesen, bestehend aus Innie Glocke und Elmar Wohlrath. Ja, ich bin super, ne? Und zwar handelt es sich hierbei um zwei deutsche Autoren, die sich in der Fantasy-Science-Fiction-Szene kennengelernt haben, auch unabhängig voneinander schon literarische Werke hinausgebracht haben. Aber sie schreiben auch in Kooperation miteinander, und zwar dann eben halt unter dem Pseudonym Innie Lawrence. Sie haben auch unter anderem Pseudonym Bücher rausgebracht, die aber in andere Genre eben einzusortieren sind. Auf Platz Nummer 6 haben wir eine Autorin, mit der wahrscheinlich viele Jugendliche unserer Generation groß geworden sind. Ja, wir sind alle noch jugendlich. Nein, und zwar rede ich von Joan K. Rowling, die mit ihrer Harry Potter-Reihe einige Berühmtheit erlangt hat, aber danach sich anderen Genres widmen wollte. Nachdem sie ihr erstes Werk nach dieser Reihe unter ihrem richtigen Namen rausgebracht hat, und zwar Ein plötzlicher Todesfall, hat sie ihr zweites Buch unter dem Pseudonym Robert Galbraith veröffentlicht, und zwar Den Ruf des Kuckucks, aber das kam so schnell raus, dass schon bei der Deutschlandveröffentlichung des Buches es gemeinhin bekannt war, dass sie hinter diesem Pseudonym steckt. Außer mir. Ich habe es heute erfahren. Auf Platz Nummer 5 eine Frau, die ich sehr, sehr mag, und zwar handelt es sich hierbei um Agatha Christie, die eine Zeit lang auch unter einem Pseudonym geschrieben hat. Sie ist ja sehr, sehr bekannt für ihre Kriminalromane, aber wie das ja eben so ist, manchmal hat man eben auch Lust, was anderes zu schreiben und so. Christie und ihre romantischen Liebesromane hat sie unter dem Pseudonym Mary Westmacott geschrieben und veröffentlicht. Jetzt geht es weiter mit der Reihe Dinge, die ich bis heute nicht wusste. Und zwar geht es um einen meiner Lieblingsautoren, deutschen Lieblingsautoren, Berliner Lieblingsautoren. Und zwar um Horst Evers, der in seinem echten Leben eigentlich Gerd Winter heißt. Das begründet sich daran, dass er damals in seiner Jugendzeit in einer Zeitschrift geschrieben hat mit verschiedenen Autoren, die sich auch
jeweils immer verschiedene Pseudonyme gegeben haben. Das war da irgendwie sogar gegeben. Und Gerd Winter hat sich halt damals Horst Evers gegeben, was auf ein nahegelegenes Städtchen seiner Heimat hinschließt, und zwar Evershorst. Jetzt kommen wir schon zu den ersten drei Plätzen, die nur ausschließlich mit mir belegt sind. ja, und zwar werdet ihr wahrscheinlich außer auf Platz 1 nicht überrascht sein. Und zwar Platz Nummer 3 geht an Charles Ludwig Dodgson, besser bekannt als Lewis Carroll. Und zwar Alice im Wunderland. Und der Name kommt auch nicht von ungefähr, denn ja, wie ja bekannt ist, hat Carroll das für ein kleines Mädchen namens Alice Little geschrieben, die Geschichte. Und er war auch ein bisschen sehr doll Fanat in dieses kleine Mädchen. Und um ihr eine Freude zu machen, beziehungsweise um seine Zuneigung zu ihr zu zeigen, hat er eben mit Lewis Carroll ja quasi ein wortverwandten Namen genommen. Und zwar klingt ja Louis ein bisschen wie Alice, zumindest in der Aussprache. Und sein Nachname hat auch genauso viele Doppelkonsonanten wie der Name Little. Platz Nummer 2, und es wird auch niemanden überraschen, höchstens überraschen, dass es nicht auf Platz 1 ist. Und zwar rede ich hier von Stephen King. Auch Stephen King hat unter einem Pseudonym geschrieben, und zwar unter dem Pseudonym, wie wir es auf Deutsch gerne sagen, Richard Bachmann. Nein! Richard Batman. Richard Bachman? Bachman? Richard. Keine Ahnung, wir sprechen es einfach weiterhin Deutsch aus. Ja. Und zwar wollte er mal probieren, wie gut sich ja, Romane unter einem anderen Namen verkaufen. Nicht, dass er einfach so Steve King und wir kaufen wie heute. Hauptsache steht Steve King drauf und wir kaufen es sofort ungelesen quasi. Er wollte auch probieren, ob er auch außerhalb seines Namens noch erfolgreich sein kann. Und seine Bücher unter dem Namen Richard Bachman verkauften sich sehr, sehr gut. Und dann kam es dann doch irgendwie raus, dass er Richard Bachmann ist. Und sofort stiegen natürlich die Verkaufszahlen in die Höhe. Und daraufhin hat er natürlich dieses Pseudonym sterben lassen. Auf Platz Nummer 1 haben wir den Autoren rausgesucht, der für uns eben irgendwie die witzigste Begründung hatte, warum er überhaupt ein Pseudonym gewählt hat. Und zwar handelt es sich um Eric Blair, der unter dem Pseudonym George Orwell ja quasi literierte. Seine Schriftstücke verfasste. Ja, schrieb. Und zwar wählte er genau dieses Pseudonym, weil, und zwar mit der Begründung, dass die Konkurrenz unter den Autoren mit dem Buchstaben B doch viel höher ist als die beim Buchstaben O. Ja, ich meine, nach der Warte kann man es auch nehmen, dann suchen wir uns nächstes Mal ein Pseudonym mit Y und X. Yeah, und dann werden wir berühmt, weil wir die Einzigen sind in dieser Sparte. Xam. Was das wohl heißen mag. Er ist so clever und so schnell im Pseudonym finden. Oh mein Gott. Ja, das war schon wieder mit einem Video von uns. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Trotz unserer Warnung am Anfang könnt ihr natürlich uns gerne noch Schriftsteller in die Kommentare schreiben, die unter einem Pseudonym veröffentlicht haben. Manchmal ist man ja auch wirklich erstaunt über neue Sachen, die man so lernt, nicht wahr, Maximilian? Dafür habe ich mein Wissen in anderen Bereichen. Ja, wir hoffen, ihr hattet ein bisschen Spaß, und wir sehen uns dann das nächste Mal. Bis dahin. Bye, bye. Bye. Nicht von ungefähr. Von ungefähr. Denn nur verschwindet er. Aber bald dann wieder auf, denn hier kommt Dark Green Dark. 2, 1. 2, 1. Risiko. Nein. Von, du musst bis heute. So, ich weiß. So, wir machen mal ein Video, was Max eigentlich weiß. Adipositas. Ich bin gleich hier.